Lieber Sven, du sitzt für Bündnis 90 Die Grünen im Europaparlament. Du befasst dich mit Wirtschaftspolitik. Kannst du unseren Zuschauern kurz erklären, was ist der grüne New Deal für Europa und welche Bedeutung hat der? Also erstmal sitzt man im Europaparlament ziemlich wenig. Man ist fast immer auf Achse. Und zwar genau bei mir für den Green New Deal. Also das ist so etwas wie unser sozial-ökologischer Zukunftsvertrag. Das ist die Zusammenfassung unserer wirtschaftspolitisch relevanten Konzepte. Das bedeutet auf der einen Seite starke Investitionen in die Arbeitsplätze von morgen, in der Energiepolitik, im Mobilitätsbereich inklusive Auto, Bahn, ÖPNV, aber auch für die ganz klassischen Industrien, Chemie, Anlagenbau. Und da geht es eben darum, wenn man die Effekte des Klimawandels nicht einbezieht. Wer es nicht schafft, die Produkte von morgen herzustellen, wird verlieren und umgekehrt, wer in der Lage ist, rechtzeitig diese Investitionen vorzunehmen und die Produkte von morgen, Autos, die wenig verbrauchen, zukunftsfähige Mobilitätskonzepte, Chemieprodukte auf der Basis nachwachsender Rohstoffe. Nur als einige Beispiele. Wer in der Lage ist, die anzubieten, der wird die Wirtschaft von morgen organisieren. Umgekehrt brauchen wir dafür natürlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die qualifiziert sind. Wir wollen also investieren in die Qualifikation, einerseits in diese grünen Berufe, andererseits aber auch eben in die Bildungspolitik. Also das heißt, uns geht es um ein Bildungssystem, das allen Kids die Chance gibt, ihr Potenzial voll zu entfalten. Also nicht mehr diese frühe Selektion und gute Förderung vom Kindergarten bis zur Universität. Und schließlich geht es auch darum, den sozialen Sektor als Zukunftsarbeitsplätze auszubauen. Gesundheit, Pflege sind Menschenrechte und in diesem Bereich haben wir große Probleme, dass ein Teil der Menschen keine gute Pflege, keine gute medizinische Betreuung bekommt. Und auch das wollen wir durch eine solidarische Bürgerversicherung vernünftig finanzieren und da auch Arbeitsplätze schaffen.